Ja, hallo liebe Zuschauer, ich möchte mit Ihnen heute Edgar Geffroy begrüßen. Hallo Edgar. Ja, Peter. Hast was Spannendes mitgebracht. Ich komme direkt zum Thema, will gar nicht lange drum rumreden. Du fieberst schon richtig vor Freude. Erzähl uns, worum es geht. Ich habe ein neues Buch. Ja. Und in Reihenfolge ist jetzt Nummer 19. Aber es ist für mich Buch Nummer 1 einer völlig neuen Dimension. Ja. Und zwar habe ich mich ja sehr intensiv damit beschäftigt, gerade bei meinem letzten Buch, als das rauskam, das Einzige, was stört, ist der digitale Kunde, das Thema E-Book. Ich habe mir die E-Books angeschaut im April letzten Jahres und fand am Anfang ja E-Books nie gut. Und meine Verlage haben mich auch darin bestärkt und gesagt, braucht auch gar nicht zu berücksichtigen, weil bei uns der Anteil eh 1-2%. Ja. Vergessen Sie es. Und ich musste aber dieses Buch, musste ich lesen, als ein PDF-Format zur Abnahme. Und so wurde ich eigentlich in die E-Book-Welt hineingestoßen. Und als ich das gelesen habe, habe ich auf einmal festgestellt, wow, ist ja eigentlich sensationell. Also man kann alles viel, viel mehr Dinge machen, als das, was mit einem klassischen Buch möglich ist. Und habe dann auf einmal festgestellt, da ist mehr drin. Also in einem solchen E-Book, warum muss es denn nur eine Umsetzung von reiner Textthematik sein? Warum bringt man nicht Videos mit rein? Und auf einmal war ich total begeistert von der Grundidee zu sagen, wow, ich kann doch Videos mit reinbringen, ich kann Animationen mit reinbringen, ich kann Ton mit reinbringen. Warum machen wir daraus nicht ein mediales Buch? Ich nenne es jetzt ein Videobook. Mhm. Und so war eigentlich die Idee geboren, ein Videobook umzusetzen. Ja. Und dieses Videobook wurde dann eben halt im letzten Jahr konzipiert von der Technologie. Jetzt gibt es ja ganz neu von Apple noch einmal gerade seit ganz kurzer Zeit eine völlig neue Situation, die genau diesen Trend auch erkannt haben, sogar wieder Vorreiter sind und damit also in der Lage sind, jedem zu ermöglichen, ein eigenes multimediales Buch zu präsentieren. Und ich habe mich ja auch mit dem Thema Internet sehr, sehr intensiv beschäftigt. Also das ist jetzt das zweite von dem konzeptionellen Ansatz. Das erste ist aus meiner Sicht eine Revolution in der Art, in der man Bücher auf eine sehr moderne Art und Weise zukünftig nicht sehen, sondern interagieren wird. Das wird viel mehr sein. Zweiter Ansatz ist, deswegen ist der Titel des Buches, ich kann es ja auch hier einmal zeigen, ist der Titel des Buches Business Überflieger im Internet. Ich habe mir da lange Gedanken drüber gemacht, was könnte ein Titel sein zu dem Thema Internet. Ich finde den Begriff Überflieger so immer sehr spannend. Und mit diesem Buch sind Beispiele drin von Menschen, die das vor ein paar Jahren kannte sie keiner, die heute super erfolgreich über das Internet geworden sind, weil sie das Internet anders genutzt haben. Ja. Und das ist auch der Inhalt dieses Buches, nämlich so werden sie zum Star im Netz und bauen ihr eigenes Online-Business auf. Und das ist noch nie mal so einfach gewesen wie jetzt. Ich sehe da videobooks.de, das heißt, da steckt schon ein bisschen mehr dahinter. Sind denn da auch schon Videos drin? Kann man die sich dann schon anschauen? Da sind Videos drin, da sind mehrere Videos sogar drin, da sind Zugänge zu weiteren Videos von mir, die das erklären. Ja. Und deswegen hatte ich jetzt kurz bevor das Buch tatsächlich veröffentlicht werden konnte, hatte ich noch einmal kurz gestoppt und habe gesagt, ist das eigentlich alles? Oder gibt es eigentlich noch eine dritte Möglichkeit? Ja. Und dann habe ich gesagt, wenn man es ganz zu Ende denkt, dann ist ja hier die Chance drin, dass man permanent eigentlich dieses Wissen, weil gerade das Internet lebt ja extrem durch Schnelligkeit und durch neue Innovationen, dass man das Thema vielleicht sogar auf eine dauerhafte Basis stellt. Also dass man ein Buch rausgibt, aber eigentlich bietet man ein Weiterbildungskonzept an. Und davon war ich dann total begeistert, weshalb ich das jetzt noch ein paar Tage zurückgehalten habe. Und wir werden, wenn dieses Buch rauskommt, zeitgleich mit einer Akademie starten, wo jeder in der Lage sein wird, sich durch Webinare, die wir regelmäßig veranstalten werden, weiterbilden kann. Und damit hat das Buch eigentlich gar nicht mehr den Buchcharakter, sondern es ist eigentlich ein Online-Videokurssystem geworden. Ja. Und das finde ich eigentlich so total spannend. Also ich glaube schon, dass da mehrere sensationelle, oder die Leser werden es beurteilen, also für mich jedenfalls sehr innovative Ansätze drin sind. Ein Buch anders zu sehen, ein Geschäft, nämlich das Geschäft der digitalen Produkte, für sich selber nutzen zu können, das kann jetzt jeder. Ja. Und eben halt meine Interpretation des Internets, warum das Internet gerade jetzt nochmal so viele Chancen bietet. Ja. Also da kommen wirklich in diesem Buch viele Dinge gleichzeitig zusammen. Das heißt, das Buch ist eigentlich erst der erste Baustein zu einem gesamten Konzept. Jetzt habe ich aber doch noch eine Frage. Film da drin hört sich toll an. Was ist denn, wenn ich mal irgendwo keinen Empfang habe von unseren
Providern. Was passiert dann? Kann ich die Filme dann immer noch schauen? Oder? Das ist ja spannend. Also die Filme, die hier drauf sind, sind also auch, wie man so schön sagt, native drauf. Also man kann sich das anschauen. Und sogar im Flieger, ich habe es vorhin gemacht, als ich von München aus zurückgeflogen bin. Also das ist erst einmal unabhängig davon. Aber es wird sich eigentlich um diese gesamte Welt herum noch viel mehr entstehen lassen. Ja. Weil ich glaube schon, dass wir fast always on allmählich sagen könnte. Und dann könnte man natürlich noch viel mehr an Videomaterial zur Verfügung stellen. Also insofern ist das Thema spannend. Das ist ja auch der Grund, weshalb ich eben auch nicht so viel unterwegs bin. Das Thema Internet brummt. Für mich die Interpretation ja auch, wie kann man Geschäft im Internet machen? Mhm. Und auch eines der Ideen, ganz großen Ideen dieses Buches ist, wie komme ich bei Google auf die Titelseite, wie man so schön sage, ohne für Suchmaschinenoptimierung zahlen zu müssen oder jenseits der Suchmaschinenoptimierung. Total spannend. Wir haben es gerade bewiesen, also zusammen mit Apple gestern, weil wir dort ein Tool eingesetzt haben, dass wir wirklich innerhalb weniger Minuten, als Apple raus war, ist also der kleine Edgar Geffroy mit seinem Team, und ich bin meinem Team auch sehr dankbar dafür, innerhalb von wenigen Minuten waren wir auf der Titelseite von Google bei diesem neuen Thema. Ja. Und das war irgendwie im Umfeld zwischen Frankfurter Allgemeine und Focus. Das fand ich spannend. Ja. Das ist auch hier in dem Buch drin. Mhm. Was ist also das System, mit dem jeder in der Lage sein kann, sich auf eine Titelseite von Google draufbringen zu können? Die klassische Frage, für wen ist das Buch was oder für wen ist es nicht? Kann man da eine konkrete Antwort geben oder ist es für jeden auf jeden Fall wichtig und Gutes zu lesen? Ja, bei mir ist es ja immer so, ich versuche jetzt nicht nur eine einzige Zielgruppe zu haben, sondern ich versuche ja eigentlich auch einen sehr inspirierenden Charakter reinzubringen, dass vielleicht Leute, die das Geschäft mit dem Internet noch nie gesehen haben, plötzlich sagen, hey, da könnte auch für mich was drin stecken. Das ist auch der Ansatz. Okay. Also das Internet-Business ist hier viel weiter gespannt. Und da wir ja gerade erst am Anfang sind, das ist auch immer meine These, unter dem Blinden ist der einäugige König, wir sind gerade erst am Anfang des Internet-Business und deswegen hat es nichts mit groß oder klein zu tun, sondern ich sage immer, die Digitalen fressen die Klassischen. Ja. Und das passiert im Augenblick und insofern ist jeder, der sagt, das Internet ist für mich, ob ich mich bewerben will, ob ich jetzt was verkaufen will, das ist natürlich ein Schwerpunkt, oder ob ich mich über das Internet profilieren will, ist das also eigentlich die Grundlage dieses Konzeptes hier. Also, der Einstieg in eine spannende multimediale Welt. Vielen Dank. Bin extrem gespannt, wenn es rauskommt. Vielen Dank erstmal. Dankeschön. Danke Ihnen auch. Schönen Tag.